aber dann das Video erst noch angucken, ob es auch sichtbar ist im Video. Ja, im Video sieht er mal, da bin ich sicher. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Hof 22 mit den Senioren. Chris, Mike, Marc, Nico, Tom, Willi, Mario, Thomas, Michael, Marco, Sascha und Marco. Hallo. 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 Hallo, hallo zusammen. Und der verrückte Mörder ist auch noch dabei. Hallo, Andreas. Hallo. So, liebe Zuschauer, fragt nicht, warum die Kiste da jetzt so dranhängt und hier durch die Gegend fliegt. Ich habe entschieden, die jetzt einfach nur irgendwie auf irgendeinem Wege zum Hof zu bringen. Und dann testen wir das, ob man die überhaupt entpacken kann. Ne? Das ist nämlich das Eigentliche. Da ich natürlich aufnehme, bevor ihr am Sonntag die Kommentare geschrieben habt, kann ich da jetzt leider noch nicht viel zu sagen, aber ich hoffe, irgendjemand hat es erraten oder auch nicht. Wir werden es aber heute definitiv auflösen. Ja. In diesem Video oder im Stream? Nein, wir machen es in diesem Video heute. Aber heute Abend, ne, sei uns der Hinweis gestattet, 20 Uhr oder 20.30 Uhr, wie auch immer es gerade bei uns passt, gibt es natürlich wieder auf Twitch Streams beim lieben Tom und bei mir. So, ich ruckel jetzt die Kiste. Also, wir hatten mal diesen berühmten Spruch, lass ruckeln, Baby. Das passt wirklich genau zu diesem Projekt hier gerade. Schon wieder runtergehüpft, das ist nicht zu glauben. Cool wäre natürlich, wenn jemand in die Kommentare geschrieben hätte, da sind Kängurus drin. Wo bringen wir das Holz eigentlich immer hin? Oh, das könnte ich jetzt schreiben. Zum Hafen, genau. Tom, du kannst schreiben, da sind Kängurus drin. So, ich bin jetzt, wenn du am Hafen reinfährst, links rum und dann direkt links im Verkaufsträger, du kannst Holz quasi wie Getreide entladen. So, da ist Andreas. Der alte Schaulustige. Ja, ja. So. Hier ist auf jeden Fall unser Grundstück, ne? Ja. Da bist du richtig in der Alarme. So. Muss man nachher gucken. Wenn ich davor stehe, weißt du dann, in welche Richtung das auspackt? Nein. Wie war denn das? Du musst gucken, auf einer von den beiden Seiten ist der Trigger. Wie gesagt, ich sehe sie ja nicht. Naja, ich will es. Ist auch egal, man kann sie ja noch umschieben, ne? Also, ja, liebe Zuschauer, jetzt Trommelwirbel. So. Bitte. Ich drück drauf. Mach mal. Es passiert was. Hier passiert was bei mir. Ich sehe immer noch nichts. Er liegt bestimmt noch im Hafen. Die packt jetzt bestimmt im Hafen aus. Guckt euch doch mal bitte an, wie cool das ist. Also nicht die Senioren hier, aber die Zuschauer. Ist das der Hammer? Das ist ja wohl ultra cool. Das ist ein Silo in der Kiste und wird aufgebaut mit Animation. Also die Zuschauer haben es gesehen, euch habe ich es jetzt gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich jetzt hier kaufen oder kann ich das nicht? Das weiß ich nicht. Dafür brauchen wir ja noch eine Wechselbrücke. Das Ding ist, liebe Zuschauer, ihr könnt dieses Silo auch wieder verpacken. Ja, das ist auch das Witzige. Wechselbrücke brauchen wir dafür. Geht das nicht auch in den Krampe? Nein. Oh, Folgekosten wieder. Kraftfutter wird in der. Ach ja, stimmt. In der Silo-Wechselbrücke. Ich glaube, ich spinne. Aber dann sollten wir vielleicht doch eins haben, was wir hier auch sehen, oder? Wäre schon vorteilhaft. So, du siehst es hier nicht, hast du gesagt, ne? Nein. Ich sehe es. Also, liebe Zuschauer, dann zeige ich euch nochmal, wie es wieder eingepackt wird. Die Frage ist, kann ich das aus dem Baummenü jetzt dann auch wieder abreißen? Normalerweise sollte...
wenn du es siehst. Ja, ja, ich sehe es. Bring es mal einmal in den Glas und schieb's mal. Willi, der LKW steht aber jetzt auch wieder hier oben. So, dann gucken wir mal. Ja, das lösen wir gleich alles. So. Ich kann das verkaufen. So, also nur mal gucken. Wir sind hier bei 41.288. Das stellen wir gleich wieder her. Wie gesagt, das. Dann werden wir nämlich das neu hinsetzen. Was ist denn mit dem am Hafen? Muss ich da jetzt erstmal gucken? Das ist sinnvoll. Wäre doch vielleicht eine Idee, aber ich denke mal, da ist es jetzt auch. Aber du siehst es doch gar nicht, oder? Also ich sehe es, nee, ich sehe es ja nicht. Du würdest es doch sehen, oder? Ach so, ja, da muss ich erst wieder runterrennen. Ich bin schon unterwegs. Dann musstest du ja verkaufen, wenn du es da siehst. Ja, ich gehe mal. So. So, ist jemand hier oben bei uns im Hof in der Nähe? Was heißt Nähe? Im Wald hier. Ja. Willst du mal hier zu unserem Hof kommen? Ich hätte halt gerne jemanden, der das Ding auch sieht. Gut. Jo, scheint jetzt zu packen. Das im Hafen ist weg, Mario. Ah, okay. Das ist doch schon mal was. Aber du hattest bei mir eben auch Zellteiler. Von daher. So, du warst vorher auch zweimal auf der Karte, Andreas. Oder bei ja, das ist nichts Neues. Hier bei dem. Bei unserer Halle. Also bei unserem einzigen richtigen Farmgebäude. Ja, hier, wo wir die Geräte hingestellt haben. Kiste sehe ich. Siehst du sie auch, Mario? Ich sehe sie auch, ja. Ich frage es nur, ob Willi da ist, oder? Ist, ja. Ich eile. Ja, ich glaube, der Andreas, der hat sich schneller Rennen angemacht und das ist eigentlich ein Regelverstoß hier. Echt? Mhm. Oh. Weiß ich nicht. Hat mir keiner erzählt. Ja. Liebe Zuschauer, wir warten auf Willi. Ihr könnt ja währenddessen einen kleinen Schwank aus eurer Jugend in die Kommentare reinschreiben. Und ihr könnt mal reinschreiben, was ihr von dem Silo haltet. Die Idee ist cool, oder? Das ist ein platzierbares Objekt, das eine Animation hat zum Ausklappen. Und dann kann man da... was kaufen. Also diese Storyline finde ich schon cool. Mit der Spannung kommt jetzt nicht schön raus. Ich glaube, der Willi hat die. Der war auf der Silver Run Holz machen. Nee, aber der Wald ist ja ein Stück weg. Der kommt da hinten angelaufen. Guck mal, Willi, der Willi kommt mit dem Zug an. Ich betuppe ja nicht. Ich, ja, sehr gut. Sehr gut. Außerdem als Ältester hier darf man ja wohl noch mal ein bisschen. Das darf man. So. Jetzt muss ich was sehen. Ja, hier am besten. Hier, wo ich jetzt vorstehe. Ja, da sehe ich so eine Bahnplattenkiste. Ja, das ist genau richtig. Und wenn... Jetzt sehe ich einen synchronisierten Daten mit anderen Spielern. Sehr gut, Willi. Augentest erfolgreich bestanden. Ich wollte gerade sagen, die Brille ist geputzt. Und warum steht das auf der Kiste drauf? Weil du auf so Richtung Kiste guckst. Aber die Synchro dauert ganz schön lange. So, dann kommst du mal bei mich bei hier, Willi. Und dann drückst du hier mal auf die linke Maustaste, hier, wenn du direkt an der Kiste dran stehst, zum Auspacken. Ah, so. Jetzt. Ah, ja. Hast du so eine Nummer schon mal gesehen, Willi, im LS? Ja.
gibt auch so ein paar Hofgebäude, die sich selber zusammenklappen. Zusammenklappen? Nee, das waren das nicht ja, im 19. Auf, genau, die das, du so aufstellst und dann bauen die sich zusammen. Ja, aber das tun die im Moment, die kannst du nicht auslösen, ne? Keine Ahnung. Aber das ist aus dieser Kiste heraus, fand ich das schon sehr cool. Gut, jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir echt diese Wechselbrücke, aber wir haben eine Wechselbrücke, haben wir doch, oder? Also wir haben diese... Stellen haben wir, ja. Ja. Andreas, das ist doch dein Ding, oder? Mhm. Machen. Ich werde das Silo mal ein wenig schieben, was hältst du davon? Also so, dass es Richtung Hof steht. Ja, du könntest, wenn der Schnee nicht sichtbar wäre, auch unten wieder reinfahren. Aber ein bisschen frickelig. Du musst wahrscheinlich die Gabel ein bisschen zusammen machen. Ach, sind das die gleichen, für die, wie für die Kiste? Ja, also im Endeffekt ja. Was machst du denn? Hast du umgeschmissen? Oh nein! Was hast du gemacht? Anscheinend schon, ne? Natürlich. Nee, er baut's wieder ab. Ach so, nee, warte mal, das hat die Kollision von der Kiste, ne? Was? Die ist das Silo? Dass du es jetzt wieder abhaust? Dann bist du mit der Gabel wahrscheinlich in den Trigger gekommen. Ich habe das nochmal gefixt, also es gibt noch schon wieder eine neue Version von der Kiste. War nur Beule ein bisschen spät. Okay. Das liegt da dran. Hat, wie gesagt, das hat mit der Gabelkolli zu tun. Ja. Da hast du den Dings wieder ausgelöst. Den Trigger. Ja, alles gut. Ich habe das ganz fachmännisch wieder aufgestellt, das Silo. Ja, ne? Ist ja noch nichts drin, kannst du nichts kaufen da. Ja, ja, eben. Und jetzt, ich glaube, ich befürchte, ich kipp's jetzt gleich wieder um. Ich will die halt umdrehen, dass die Richtung Hof zeigt. Dann klappst doch komplett zu. Und dreh es rum und klappst wieder auf. Das wäre zu einfach. Ja, das war klar. Das war mir irgendwie klar. So. Nun dreh dich doch. So. Nein, bleib stehen. So. So, ich glaube, ich lasse den Radler aber hier oben abholen. Können die selber zurückfahren. Brauchen wir den nochmal? Nee, das Silo steht erstmal, ne? Nö. Ich glaube, zum mal ein bisschen rumdrehen oder so würde es wahrscheinlich auch mit dem Bumping sein. Ja, ich denke auch. Genug Heckgewicht würde wahrscheinlich was bringen. So, so, und dann habe ich gesagt, wir stellen die, was war das? 41.200 irgendwann, ne? Komm, 41.200. Nee, Geldbetrag einstellen, so. So, das haben wir wieder hergestellt, dann haben wir jetzt die Kiste. Ja, ich bin auf dem Weg. Also ich habe gerade angehangen, ich muss erst runter zum Händler. Okay. Soll ich denn trotzdem, Willi, mit dem LKW mal zu dir kommen, wegen dem Container, oder willst du den mit der Dolly jetzt ziehen? Der Willi ist schon weg. Ach so, mit dem Container ist er losgefahren, meinst du? Ja, ja, okay. Ja. Ich habe mir nur überlegt, bevor ich jetzt abbrücke, dass ich erst noch die Schafe, den Schafen noch ein bisschen Wasser gebe. Ja, okay, dann mach du das erstmal, dann fahre ich mal zum Feld und werde so lange weiter Setzlinge anpflanzen. Mhm. Oh, wir sind wieder da. Willkommen zurück. Und habt ihr eure großen neuen Pläne durchgesprochen? Ja, wir müssen mal, das weitere Vorgehen muss ja mal besprochen werden. Was ist denn das weitere Vorgehen? Sagt doch den Zuschauern auch mal, was ihr macht. Das habe ich
doch gerade die Palette verloren. Mist. Vielleicht später. diese Geheimnistuereien, weißt du, liebe Zuschauer. Wir sind uns noch nicht einig. Liebe Zuschauer, ne, ich bin ja, das merkt ihr ja selber, ne, ich erzähle hier immer alles offen, kann immer alles nachgucken. Und dann gibt es hier Geheimkrämereien einer Tour. Ja. Willst du mir jetzt vorwerfen, ich wäre nicht immer offen? Ist ja frech. Nein. Würde ich nie sagen. Aha. So, jetzt. Also der Willi kann langsam den Berg runterfahren. Der hat scheinbar Zeit. Weiß ja auch nicht, was der bei uns am Hof macht. Das hast du jetzt gesagt. Da. Andreas, die Straße ist ja zwar geräumt hier, aber die ist ja trotzdem noch arschglatt. Merke ich nichts von. Ach, ich schon. Brauch nur bremsen, dann steht die Karre quer und ich stehe wieder in der Wiese. Naja, das könnte vielleicht auch an dem Gewicht liegen. Ich würde eher sagen, dass das an dem Gewicht liegt, was du da hinten dran hast. Also ich habe den LKW auf jeden Fall wieder im Waldgebiet stehen, Willi, den... Der kann zur Not dann auch gleich wieder benutzt werden dafür. Ja, hatte ich ja eben schon gesagt, dass der wieder am Ding stand. Hätte er eben schon wieder mitnehmen können. Braucht ihr den ja nur für die Kistenmission? Ach so, wir können auch noch. Sollten wir auch noch gleich tun, ne? Silage ist doch im Moment relativ gut im Preis, oder? So im Januar? Ja. Müsste eigentlich sein, ja. Müssten wir gleich nochmal gucken. Da könnten wir eigentlich nochmal nachjustieren. Hattest du schon eine Wechselbrücke gekauft? Nee. Ich bin gleich am Shop. Ach, wolltest du mir sagen, ich soll das tun? Oh, ich mach das. Unter Umständen. Ja, ja, ich mach das. Du willst die Schafe füttern. Silo, Nico, alles klar. Silo-Wechselbrücke, da ist ja. Brutal, oder? Die Hupe. Da geht was. Boah. Na komm. Also ganz ehrlich, uns geht das nicht so gut. Eher mit Orange gereicht. Na, ich fand das. Du, Gelb, Orange, Rot, das sind ja alles Farben, die auch durchaus miteinander harmonieren. Gut. Nico, was willst du mit dem Tieflader? Ich frage mal die Frage. Nö, die kann er so holen. Okay. Hallo, ja. Eder. Ist doch keine Kiste, so wie die anderen. Haha, danke. War das ein Kistenwitz? Der ist noch zu früh. Alles, was wir kaufen, ist rollbar. Die Walze kann auch nicht schwerer sein als der Kalkstreuer gerade. Du kannst doch den Glas nehmen. Ich bin mit Grubbern fertig. Sag ich doch nicht nein. Mache ich Feierabend, oder? Oder ist noch irgendwas, Marc, Nico? Ich hätte für dich noch du könntest noch eine Kiste am Shop ab. Aus dem Alter bin ich raus. Aus dem Alter bin ich raus. Und neugierig bin ich auch nicht, von daher. Das auch nicht. Das wäre interessant, wenn in der Kiste Bier wäre, wahrscheinlich. Nee, da bist du bei mir auch falsch. Sag mal, okay. Die Akri-Power, ist die besser zum Schneeschieben, Fräsen? Oder geht es gar nicht? Keine Ahnung. Sagt mir nichts.
Das ist der Pistenbully. Ach so. Ich habe nur gesehen, vorhin, als ich den Mulcher am Shop geholt habe, wenn ich mit dem heimgefahren wäre, abgesenkt, wäre die Straße auf einmal frei gewesen. Das war von beiden Seiten. Ach, mit dem Mulcher kannst du ja auch freiräumen. Ah ja, da wo der Mulcher rollt, da drückt den Schnee weg, ja. Ist zwar unrealistisch, aber. Ja gut, wahrscheinlich geht das mit dem Grubber auch. Ne, definitiv, ja. Guck mal, haben wir doch hier schon die nächste Schonung fertig. Wie, du schonst dich schon wieder, oder was? Ist jetzt, ich finde, nach der ganzen Aktion ist das auch nötig. Wie war das noch? Dann schon dich mal und geh in die Kiste, ne? Apropos Kiste, ja genau. Wie weit bist du, Andreas? Ja. Auf dem Rückweg. Okay. Gleicher Wald. Dann fahre ich schon mal eben zu den Schafen durch. Was hast du für einen Traktor da? Den Fendt. Hat Giants dem auch ein Passenger Seat verpasst? Weiß ich nicht. Das können wir herausfinden. Alle Fahrzeuge, die einen Beifahrersitz haben. Dann hat der keinen. Nein, der hat keinen. Schade. Du hättest ihn aber auch kriegen können und ich hätte dann was anderes gemacht. Kein Problem. Ja, können wir auch machen. Mach mal. Dann. Oh, bitteschön. Danke. Danke fürs Abholen. Ja, bitte gern geschehen. Muss ich die eigentlich aufmachen? Zum Beladen? Nein, der Post nicht auf. Du musst halt nur mit dem Ding unter das Rohr fahren. Ja, ja, das ist klar. Ja, dass das jetzt nicht von hier aus geht, war mir auch klar. Das hatte ich dir aber, glaube ich, auch gezeigt. Ja. Wie viel Kraftfutter gehen da in die Schafe rein? Bis es nämlich geht. Oberkante, Unterlippe. Ja, die Platz. Nein, er will und ja wissen. Und dann könnte er aufstocken. Ja, genau. Ja, ich will. Da geht im Moment gar nichts rein. Ne, doch. Ne, geht nicht, weil ihr die Ballen so super da auf dem Trigger wirkt. Dann nimm doch mal den, kleinen Deutz da. Dann holst du die Ballen aus dem Trigger raus und dann stocken wir die Schafe gleich auf. Das haben wir doch ratzfatz gemacht. Das Füllvolumen steigt aber nicht mehr mit der Anzahl der Schafe. Stimmt. Hol sie trotzdem raus. 19er. Hol sie trotzdem raus. Ja. Aber mit der Anzahl der Schafe steigt der Verbrauch. Das stimmt. Das ist richtig. Aber wie gesagt, das Volumen leider nicht. Kuhkraftfutter, Schweine, Schaf, da. Mäf. So, ich nehme erstmal 8000 Liter mit, da muss ja erstmal reichen, oder? Ja, das reicht. Auch schon teuer satt. Ich hoffe, dass die auch entsprechend viel mehr produzieren. Wahrscheinlich tun die das nicht, ne? Haben wir einen neuen Frontlader? Der war doch an dem Deutz da vorne dran. Weiß ich nicht. Ach, da unten den Deutz soll ich. Ich wollte gerade sagen, der stand doch direkt. Aber schön. Hast du mir nicht gesagt. Ich habe gedacht, hier oben an dem kleinen Deutz. So, was ist jetzt hier? Hier ist irgendeine andere Colli hingekommen. Was? Wo ist eine Colli? Na, hat schon wieder umgeschmissen. Ne, habe ich nicht. Bei mir liegt so. Echt jetzt? Ja. Ja, deswegen auch die Colli. Okay. Also ich würde sagen, es kommt vielleicht von eurem Advanced Game Setting Mod.
Irgendein Mod wird sein. Irgendwas ist es bestimmt. Also liebe Zuschauer, ich habe es schon im Multiplayer schon gesehen bei Andreas auf der Karte. Von daher habe ich schon gesehen, dass das auch etwas besser funktioniert als bei uns hier. Aber Beta ist Beta. Ja, das dauert auch noch ein bisschen, bis das mal fertig ist. Ich muss gerade gucken, ich habe gerade echt wegen dem Schnee die Orientierung verloren, aber nee, da vorne ist unser Wald. Ja, Andreas, jetzt hättest du natürlich schon die ganzen Ballen aus dem Trigger raushaben können, ne? Was? Redst du mit mir? Ich habe den Drecker immer noch nicht gefunden, aber mach nicht. Ja, das steht doch hier. Wo denn? Ja, ich sehe ihn doch hier. Na, hier auf der Straße Richtung Schafhof. Was meinst du denn, wo ich da vorhin ausgestiegen bin? Ja, weiß ich doch nicht, wo du ausgestiegen bist. Ja, war gut, dass ich die Brücke nicht so voll gemacht habe hier. Sind die Silageballen da vorne alle fertig? Nein, ich habe gesagt, die vordersten waren. Also zumindest waren die vorhin fertig. Ich glaube nicht, dass da viel mehr passiert ist. Ich guck mal. Ach, guck mal, wo wir schon mal hier sind, können wir noch eben nachtanken. Ah, da müssen wir auch irgendwann noch umbauen. Wäre mit einem Dings, mit einem Autostacker einfacher. Ja, bringen Sie mal nicht zu weit weg. Wie groß ist denn der Trigger? Oh, der ist schon ein Stück. Ah, dann ergibt es vielleicht doch Sinn, dass ich den LKW nochmal hole mit dem. Wo ist denn die? Steht das am Hof wieder? Die steht da mal an der Halle hin. Und war die konfiguriert auf Ballen wieder? Ja, ich habe wieder zurückkommen. Okay. Also, liebe Zuschauer, es ist relativ deutlich, diese Wechselbrücke, die wir da gerade haben, die Silo-Wechselbrücke, da kann man eben Kraftfutter reinladen aus dem Kaufsilo, das wir da aufgestellt haben und offensichtlich bei einigen wieder am Boden liegt. Ja, das kann man dann zu den Schafen bringen. Aber Das frage ich jetzt nicht, wenn Andreas dabei ist. Den nervt sowas. Was denn? Logan fragt doch. Wenn ich frage, ob sich der Kauf von Kraftfutter in so einem Silo mit 5.000 Euro pro 8.000 Liter lohnt, dass die 20%, die Schafe mehr produzieren, ob wir das damit rauskriegen. Denke. Also, Also 5.000 Euro für 8.000 Liter ist jetzt nicht teuer, oder? Nee, das ist auch nur eine, ich stresse jetzt auch nicht die 5.000 Euro. Ich frage mich nur, ob der Aufwand mit dem ganzen Holen, ich glaube, wir haben jetzt in so eine Stunde gebraucht, um hier ein Silo hinzubringen. Das ist ja auch nur, weil du es zeigen wolltest. Ne? Das ist richtig, das ist auch, das war auch der Grund. Ich am Dings holen, also von daher. Also ich bin der Meinung, es rechnet sich, weil 20% sind immerhin 20%. Meine Berechnungen sagen, ja, es lohnt sich. Okay. Ist ja schon mal was. Warum sollte ich denn auch sowas einbauen, wenn es sich nicht lohnt? Was war das denn? Ich sehe gerade, wie jemand probiert, bergab zu fahren mit sehr vielen Silageballen und er rutscht. Rutscht. So. Brauchst du Unterstützung, Chris? Mario? Nee, ich fahre nicht. Nee, ich fahre da nicht. Ich stehe im LKW, sitze im LKW und fahre gerade mit dem Ballenwagen zu dir. Na gut, okay. Nee, wir können ja die restlichen dann wegräumen. Also, Nico, ich glaube, er, der Fahrer, braucht einen Schnaps, so nach dem Schräg. Ich bin hinter euch, ich hab's auch gesehen. Wer fährt denn da? Weiß ich nicht.
Die Südländer. Ach. Ich sehe nur vorne den Namen. Die Südstaaten. Ja, die können bitte schwer Hänger nicht umgehen. Nein, ich wollte ja sagen, ich habe den Trigger habe ich jetzt fast leer, aber die anderen beiden davor sind anliegen auch nicht perfekt. Halt nicht ganz jetzt klar. Fängt das wieder an. Jetzt. Ja, Straßen sind halt glatt, ne? Willi hat's gesagt. Deswegen ich gerade eben mit 15 zum Hafen gefahren bin. Ja, ja. Der fällt auf der Geraden eben und schmiert voll ab. Ja. Das hatte ich auch. Steht auf mal der Trecker quer vor mir. Mario, bei mir lädst du neben dem LKW. Ja, bei mir Sinn. Auch. Darum habe ich Pflegebereifung drauf. Ich fahre wie auf Schienen. Hat einer nicht Reset gedrückt? Beim Ballen abladen? Womöglich ich. Mhm, womöglich. Kenne ich mich doch. Ah. Dann ist ja gut. Das war doch so besprochen, dass der Rea-Mod mit drauf ist. Ne? Ja, ja. Was? Das sagt er mir jetzt? Nee, nee, den haben wir nicht mit drauf. Billy, war auch gut, dass du den umbenannt hast. Ja, genau. So. Den habe ich bei der Karte auch gleich als vorgeschriebenen Mod mit eingetragen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Also wie die Südstaaten ihr Geld verdienen, weiß ich auch nicht. Der eine rutscht hier rum, der andere steht am Händler rum. Wann arbeiten die? Ich habe das im Video von letzter Woche vom Tom gesehen. Der ist eine Stunde mit dem Fahrrad über die Karte gefahren. Ja, weil er keinen Traktor hatte. Die haben ja zwei Traktoren. Wir hatten nur zwei Traktoren. Deren Problem. Das war doch Absicht. Sollten wir ihm zum Geburtstag nochmal an das Fahrrad hinten einen Tetscher dran machen? Kann er wenigstens einen Hänger ziehen? So einen kleinen, ja. So. Gut, jetzt bauen die natürlich ein bisschen, bis die hier was wegfuttern, ne? Natürlich. Obwohl, guck mal hier. Der Trog ist leer. Ja, das passiert ab und zu. Das ist bei Giants ihren Stellen auch. Dass irgendwann aussieht, als wenn der Trog leer ist, aber es ist noch Futter drin. Okay. Turm, Tim, Tim. Ja, wisst ihr was, liebe Zuschauer? Da die Schafe anscheinend gerade keinen Hunger haben, zeigen wir euch das Entladen der Wechselbrücke heute Abend. Wir müssen uns daran erinnern, heute Abend im Stream, ne, live, Schafe füttern mit Wechselbrücke. Das wird ein unglaubliches Event. Wie wir alle hier rum die Schafe rumstehen und gucken, wie von der Wechselbrücke da was reinkommt. Ich stelle die Wechselbrücke jetzt erstmal mit dem Kraftfutter daneben. Hier nehmen die andere. Und dann... Achso, ich wollte noch die Silagepreise gucken, ne? Der rutscht ein bisschen. Magst du mal gucken, Andreas, was gerade Silage bringt? Am Hafen 348 Euro. Preis ist aber fallen. Und wo ist der Höchstpreis? Am Hafen. Nee. Der grundsätzliche Höchstpreis. So. Und? Bei 342. Und was ist das? Welche sind hier? Muss ja gucken, dass wir nicht zu viele mitnehmen. Die vorderste Reihe ist fertig. Hier vorne die. Ja. Ja, die anderen sind hier bei 51%. Ja, ich weiß. Okay, kriegst du die einzeln mit oder lädt er dann zu viel auf? Oh, zur Not. Werf ich dann rauf. Oder schiebst du ein Stück rüber? Nee, das dürfen wir nicht. Ach, das mir erzählt ja hier keiner was. Warte. Dann hol ich mir Handy mit den Frontlader. Nee, kann ich schon. Hab schon den. Dann ist gut. Wollte ja. Andreas übrigens am letzten Abend nicht machen. Ich habe mir dann vorgeschlagen, nachdem er mit Ballenpressen fertig war und wickeln, dass er sie dann noch auflädt und verkauft. Nein, das wollte ich nicht machen, weil sie ja noch gar nicht siliert haben. Als Gras. Ja, genau. Ich hätte es super. Ja, genau. Andreas?
Guter Mann. Ja, noch. Ich höre auf mich selbst nicht irgendwann oder auf meine Frau. Also, da höre ich auf Fremde bestimmt nicht, die mir irgendwas erzählen wollen. Sehr gut. Ja, die anderen müssten ja dann alle gleichzeitig fertig sein, Mario. Nee, auch nicht alle. Ja, aber alles gut, die ist ja nicht so dramatisch. Sag mal, hast du gerade das Gewicht hier über den Haufen gefahren? Ich habe das Gewicht über den Haufen gefahren? Da liegt noch ein Gewicht. Ein Glasgewicht liegt da noch. Das hat bestimmt der Marco hier platziert. Wenn er es nicht braucht, ich hol's ab. Nee, wir nehmen das schon. Warte, ich hol's noch runter. Nee, gut, du holst ja das Zeug heim, oder? Das ist eins von den Gewichten, die auch sonst überall rumlagen. Ja. Ich glaube, bei den Schafen liegt immer noch eins. Liegt auch noch eins. Mach ich Feierabend, ja. Willst du die beiden wegfahren, Mario? Ne, steig ruhig ein. Ich muss jetzt nur noch Dinge holen. Mal zusammen. Liebe Zuschauer, aber euch verabschieden wir für heute. Ne? Bevor der Mike hier geht, da kann er mir auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss, Mike, gute Nacht. Und liebe Zuschauer, wir sagen bis später. Bis später. Bis gleich. Alles Gute. Bye, bye und Ade.